Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu LEGO Dimensions. Wir sind immer noch in dem Story-Modus von Portal und wir sind jetzt hier in der vierten Testkammer, wenn ich mich nicht irre. Ja, da hinten steht 4. Und ja, angeblich ist sie unmöglich, werden wir gleich sehen. Wir bescheißen ja sowieso. Dementsprechend sollte das jetzt nicht die große Problematik sein. In dem Level werde ich auf keinen Fall 100% erreichen. Das habe ich mir jetzt irgendwie schon abgeschminkt, denn ich bin da ganz am Anfang ein paar Mal gestorben und ich behaupte, das hat mir zu viel gekostet. Und ich muss sagen, 100% hier zu erreichen ist tatsächlich echt, echt knackig, Leute. So, aber nichtsdestotrotz sammeln wir Münzen, denn brauchen tun wir sie so oder so, ob wir jetzt 100% erreichen oder nicht. Spielt ja keine Rolle, aber die Münzen brauchen wir auf jeden Fall für die Upgrades. So, den Zaun jetzt hier noch finalisieren. Und dann machen wir auch schon weiter mit der unmöglichen Testkammer. Ja, schleudert es halt noch weiter. So. Unglaublich, unglaublich. Gut. Das war, glaube ich, sowas, wo man reinschießen musste. Kann das sein? So, hier gibt es auf jeden Fall gut Punkte. Nein, das war so ein Teil. Ah, ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Das war so ein Teil, was so ein Energiefurz ausgeschissen hat zu dem anderen Teil da hinten. Gut. So. Dann holen wir uns das Ding hier erst einmal. Ja, fangen wir erstmal an, was zu suchen. Hier müssen wir offensichtlich nicht suchen. Hier offensichtlich auch nicht. So ein kleiner Hinweis, in welche Richtung ich laufen sollte, wäre halt irgendwie mega nice gewesen. Okay. Hier muss es wohl hin. Was auch immer jetzt da wieder rauskommt. Lol. Oh, du hast es repariert. Wundervoll. Als ich sagte, dass es unmöglich sei, war das ein Scherz. Teil des Tests. Du hast nicht einfach aufgegeben. Du hast weitergemacht, obwohl du wusstest, dass es sinnlos ist. Sinnlos wie du. Sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. Okay. Du darfst dich mal hier elektrifizieren. So. Schauen wir mal, ob das jetzt reicht. Ich hoffe mal schon. Scheinbar ja. Also mit der Portalwaffe wäre das jetzt hier wesentlich einfacher gewesen. Und mit dem Elementarelement Wasser. Ich hätte gar nicht alle Steine holen können. Okay, das tut nach wie vor nur diese eine Plattform hier verändern. So. Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage.
Wie komme ich jetzt dahin? Ich sehe weder Farbplattformen. So. Ah, das sind diesmal Portale, alles klar. Ja, Wild dahin. Gandalf dahin. Und Batman dahin. Okay, das war jetzt nicht so tricky wie gedacht. Jetzt klopfst du dir sicher selbst auf die Schulter. Testsubjekt, hier Namen einfügen, muss der ganze Stolz von hier Namen des Vaters einfügen sein. Na, lustig ist sie ja. Man kann ihr hinterher sagen, was man will, aber lustig ist sie definitiv. So, dann schauen wir mal hier weiter. Lasst mich raten, Testkammer Nummer 5. Für den nächsten Test wurde der Raum mit Wärmeleitstrahlen ausgestattet. Zum Schutz der Gesundheit soll der Kontakt mit den Lasern angeblich vermieden werden. Die Abteilung für Gesundheitsschutz ist allerdings geschlossen. Deshalb ignorieren wir solche Hinweise. Die ist echt schräg drauf. Die will definitiv, dass wir sterben. So. Aber wir saven hier erst einmal wieder mal. Ja. Okay, hier können wir dann weiter. Holen uns wieder hier die Zaunpunkte. Weil, wieso nicht? Das ist jetzt nicht so die Schwierigkeit, den schnell kaputt zu machen. Kostet jetzt auch nicht so viel Zeit. So, habe ich noch zwei übersehen. Aber die 100%, wie gesagt, die kann man komplett knicken. Da bin ich mittlerweile komplett von überzeugt, dass die nicht mehr machbar sind. Okay, hier haben wir irgendeinen Spaß zum Zusammenbauen. Da behaupte ich, sollte ich nicht runterfallen. Okay. Da darf ich wieder was mit dem Batmobil machen. So. Gut, 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 gut. So. Das wäre nice gewesen, hätte ich die jetzt kaputt machen können. Aber das wäre jetzt echt Wunschdenken gewesen. So. Gut. Hier haben wir ein Farbmuster. Das heißt, wir werden bald... Wow, wow. Okay. Auf Wiedersehen. Uncool. Wow. Die habe ich nicht gesehen, Leute. Die habe ich einfach nicht gesehen. Das ist ja mies. Schlafmodus aktiviert. Gut, dann holen wir uns erst einmal das Batmobil her. Um zu tun, was man mit einem Batmobil tun kann. Okay. Gandalf. Du darfst das Ding da absetzen. Ne, wirklich, ernsthaft. So. Ah, die haben Glück. Gut. Ja, machen wir erstmal das Schrumpfding.
Einfach mal just for fun. Gandalf steht eh schon da. Dann runter mit dir. Und hoch. Und rüber. Und nochmal hoch. So. Ich habe vorhin mitbekommen, wie die Laser darüber sprachen, wie toll sie dich finden. Ihr solltet euch wirklich mal treffen. Ja, lustig ist sie. Das muss man ihr... Man kann sagen, was man will, aber lustig ist sie. Gut. Gandalf, hier mit dir. Und einmal Auto weg. Gandalf grün. So. Okay. Dann tun wir jetzt erst einmal wieder dahin, weil ich glaube, das wird mir sonst hier zu gefährlich. So, diesmal suchen wir was. Schauen wir mal, wo wir es diesmal finden. Wahrscheinlich irgendwo, damit ich den Laser umleiten kann oder irgend so ein Spaß. Aber wo? Nein, da gehen wir nicht nochmal rein. Das hatten wir schon. Kann ich euch helfen? Seid ihr noch da? Okay. Ruhezustand. Gute Nacht. Und hier kriegen wir irgendwas. Aber was? Awesome. Das war nicht Teil des Tests. Die Testumgebung wurde beschädigt. Als Wiedergutmachung wirst du 9999 zusätzliche Tage mit Tests verbringen. Ich hoffe, du hast dir einen Imbiss mitgebracht. Ah, okay, Leute, ich verstehe. Ich verstehe. So, jetzt grill ich mich mal ganz kurz. Gut. Dann schauen wir mal, was wir jetzt hier... Okay, wir haben jetzt hier die rote Plattform. Warme Leitstrahlen eignen sich ausgezeichnet für operative Eingriffe zur Verbesserung der Sehfähigkeit. Versuch es mal. Die will mich unbedingt tot sehen, die Alte. So. Jetzt haben wir rot, blau und gelb. Dann würde ich sagen, aktivieren wir mal den Spaß. Und zwar den Spaß hier. Gut, Gandalf darf jetzt nach links. Du machst mir jetzt hier den roten Kaspel. So, Batman ist bei mir auf dem gelben Feld. Und Wild müsste eigentlich jetzt so sein. Okay, wir haben einen weiteren Prisma. Alles klar. Nee. In die andere Richtung bitte. Gut. Perfekt, Leute. Der Aufzug hat offenbar eine Fehlfunktion. Ich haue kurz drauf und dann machen wir weiter.
So. So viel dazu. Gut. Ja, das war jetzt tatsächlich ein etwas kniffligeres Rätsel. Das hat wohl nicht funktioniert. Ein Reparatur-Android wird sich darum kümmern. Irgendwann. Lehn dich einfach zurück und warte. Oder gib auf. Ich würde das verstehen. Nö, auf. Psst, hier drüben. Aufgeben ist nicht. So. Gut. Holen wir uns das Ding hier. Switchen und tschüss. So. Ich habe rein gar keine Zeit, um jetzt mehr ins Detail zu gehen, aber wenn du diese Schrauben entfernst, erledige ich den Rest. Alles klar, machen wir doch. Hallöchen! Hör zu, ich hätte schon früher geholfen, aber sie glaubt, ich kümmere mich um die Subjekte. Jetzt ist die Sache die... Mir ist dabei vielleicht ein klitzekleiner, riesiger Fehler unterlaufen. Keine Panik. Aber wenn sie das herausfindet, wird sie euch wohl für immer für die Tests einspannen wollen und mich abschalten. Mein Vorschlag, wie wäre es, wenn wir es nicht so weit kommen lassen und zusammenarbeiten, um den unausweichlichen, schrecklichen Konsequenzen zu entgehen? Ja, wieso nicht? Nehmen wir die Schrauben doch raus. Wir sind heute sozial unterwegs. Und noch eine, dann haben wir es eh geschafft. Wie dem auch sei, lasst mich mal eben diese Schalttafel hacken. Hau rein. Ah, oh, ich muss wohl eine Null vergessen haben. Und ich versuch's nochmal. Du kannst nicht zufällig Pi auswendig. Wie ging das? 3, irgendwas? Ha! Ja! Nimm das, Schalttafel, voll in die Steckplätze. Du wurdest vom Allerbesten gehackt. Dem Besten im Hacken. Okay, hier entlang. Alles klar. Okay, mir nach und ich bringe uns hier raus. Hör zu. Sie glaubt, sie kennt diese Anlage ganz genau. Aber sie weiß nicht, dass es hier einen Tunnel gibt, der direkt nach oben... Sie weiß doch von dem Geheimtunnel. Ja, hat ihn auch noch versiegelt. Clever. Hm. Ja, die Sache ist die... dass dieses Rohr offen ist, war ein großer Teil meines Fluchtplans. Hat jemand einen Plan B? Vielleicht könnte sich jemand überlegen. Vielleicht brauchen wir ihn. Können wir nochmal von vorne anfangen? Okay, tut so, als hätten wir uns nie getroffen und ich gehe woanders den Helden spielen. Okay. Wheatley, der Heldenhafte, werden sie mich nennen. Oh, jetzt habe ich meinen Namen verraten. Hab's schon vermasselt. Okay, wir kennen uns nicht. Und zwar ab jetzt. Super, ist er jetzt endlich weg? Weil der ging mir vorher schon so auf den Sack. Weil er die ganze Zeit am Labern war. Ich hasse das, wenn irgendwelche Charaktere auftauchen, die nur labern. Aber permanent. So. Hier machen wir jetzt den Spaß noch schnell. Und die Uhr weg. So. Alles klar. Also die 100% Leute. Keine Chance. Absolut keine Chance. Gandalf, würdest du bitte hochkommen? Ich glaube, dabei werde ich Hilfe benötigen. Alles klar. Erstmal Gandalf hier den Scheiß hier machen. Hey, wir haben es geschafft. Wenn ich richtig gerechnet habe, sollte dieses Rohr direkt aus der Anlage und in die Sicherheit führen. Viel Glück. Alles klar. Batman, du darfst hier noch irgendeinen Spaß treiben. Das muss ich später genauer Vielen Dank. Analysieren. Also ich glaube, so wenig Münzen... Okay, Schluss mit Mr. Nice Bat.
Wenn ich da jetzt nochmal runterfall, dann drehe ich echt am Rad. So. Rein in den Tunnel mit uns. Da bist du ja. Ich wollte schon einen Suchtrupp losschicken vor lauter Sorge. Machen wir weiter. Im Namen der Wissenschaft. Hört ihr mich da unten? So, Leute. Das... Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen spät, aber ich habe mir das angesehen und dieses Rohr führt vielleicht zurück zur Testkammer. Entschuldigung, lass mich nur... Ja, steht sogar drauf. Da steht zur Testkammer 9. Ehrlich gesagt wundert mich, dass ich das nicht gleich gesehen habe. Jedenfalls führt das Rohr zur Testkammer. Damit wäre die Nummer mit dem heldenhaften Fremden schon wieder gelaufen. Viel Erfolg, bloß nicht erwischen lassen. So, Leute. Das reicht auch wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt fleißig Kommentare, bewertet das Video und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.